Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem etwas anderen Hardware-Check. Der wird diesmal was kürzer, und zwar zu dem Wi-Fi-Modell von Ligavo. Ich habe ja schon Unboxing und ein Hardware-Video dazu gemacht, da habe ich das schon angeschlossen. Und ich wollte das eigentlich auch nochmal zeigen, dass das auch wirklich funktioniert hat und so was alles. Aber ich war hier beim Putzen und habe gedacht, baust du schon mal ab, kannst du alles schon mal für die neue Technik vorbereiten. Und da ist mir eingefallen, nee, ich habe den Hardware-Check vergessen. Und da war es aber schon abgebaut, wo dann hier schon auf dem Tisch gelegen hat. Und da habe ich mir gedacht, macht nichts, stelle ich euch so vor. Ihr habt es ja auch gesehen, dass ich das mit dem Handy und mit dem Internet verbunden habe und dann mit dem Handy hiermit stellen konnte und so. Ich habe jetzt auch Filme gemacht. Also wie gesagt, ihr wisst ja, das ist mein S5. Damit nehme ich ja immer meine Autofahrvlogs auf und in 1080p. Und ich habe das eine Video, was über eine halbe Stunde ging, habe ich vom Handy über WLAN auf die Box und dann logischerweise auf dem Fernseher gucken können, ohne Ruckler, ohne dass es abgehackt ist, ohne was dergleichen. Ich habe auf dem Laptop leider keine Filme. Ja, sonst hätte ich da mit dem Laptop auch mal versucht, aber ich habe halt, mache ja meistens sowieso mit Handy, und das ist ja auch eher gedacht, dass man mit dem Handy darauf zugreift und dann mal, wenn man sagt, hier guck mal, habe ich hier Film, guck mal, und dann kann man ein Filmchen zeigen oder mal ein paar Bilder, guck mal, waren wir da und da, ja, und wie gesagt, das hat auch noch zusätzlich zwei HDMI-Eingänge, ja, also ihr habt praktisch hier einen Ausgang und Output, ja, HDMI 1 und 2, genau. Habe ich gedacht, ich verguck mich. Nee, da habt ihr zwei Eingänge und einen Ausgang. Also es funktioniert auch gleichzeitig als ja, als HDMI-Verteiler sozusagen, dass man halt zwei Geräte anschließt und dann halt an eins. Spart dann halt zum Beispiel auch Platz. Wenn ihr zum Beispiel die älteren Fernseher, ihr wisstet, die haben dann halt nur zwei oder drei HDMI. Meiner im Schlafzimmer zum Beispiel, der hat zwei HDMI. Da hast du PlayStation 3, PlayStation 4, meine Wii ist auch per HDMI angeklemmt, Receiver, Amazon Box, hast du 5 Geräte. Ja, manche haben dann noch eine Xbox, Xbox One, bist du bei 7 Geräte. Was machst du? Hast du A-Karte. Oder alleine, wenn du nur 3-4 Geräte hast, ja, oder sagen wir, du hast PlayStation 4 und PS3 und einen Receiver, ja. Klemmst du den Receiver auf dem einzelnen HDMI, hier klemmst du PS3 und PS4 ran und kannst du mit Fernbedienung halt hin und her switchen, und zusätzlich kannst du das auch noch als Wi-Fi-Modul benutzen. Finde ich sehr innovativ. Ich möchte euch dann noch was zeigen, was mir sehr gut gefallen hat an diesem Produkt. Und zwar, viele von euch haben mich ja auch angesprochen, ja, zeig doch mal was, wo man auch verstecken kann. Ja, dass man das praktisch das Gerät nicht wie bei den meisten, dass man die in eine Schrank, wobei ich das schön finde, wenn die in eine Schrankwand sind, ich will die gar nicht verstecken. Ich liebe es, ich weiß, ich habe viel Technik und ich will meine Technik sehen, ich will das sehen, dass es irgendwo blinkt und macht und tut, und wenn es funktioniert, brauche ich dann nicht hinter der Schrankwand krauchen, ich habe das alles vorne stehen. Da werde ich auch demnächst nochmal Videos machen, ich werde hier noch ein bisschen die Kabelei verändern, ich will mir neue Kabel holen, von die Gavo, diese schwarz-silbernen will ich mir holen. Habe ich mir schon ausgesucht, habe ich schon überschlagen, was das kostet. Ich weiß es aber jetzt nicht im Kopf, die werde ich mir bei Amazon demnächst bestellen und dann, oder ja, demnächst nicht, jetzt ist Ferien, jetzt geht erstmal die Kleine vor und dann werde ich die bestellen und dann kommt dann nochmal ein Anschlussvideo, da wie ich die ganze Hardware neu anschließen werde. Auch mit Toxlink werde ich auch nochmal ein bisschen machen. Ich will die PlayStation von da oben runter und so. Da werde ich dann auch. Aber ich schweife schon wieder ab. Ja, wie gesagt, das könnt ihr einfach hinter eine Schrankwand klatschen. Die hat, da habt ihr hier so eine Art Walkman-Stecker. Das ist ein INR. Remote-Anschluss, ja, da. Und dann könnt ihr das so hinter der Schrankwand verstecken. Und dann habt ihr hier so ein Teil. Ja, das ist der Empfänger. Den könnt ihr einfach an der Seite von der Schrankwand klatschen. Oder, so, kann ich euch auch mal zeigen. Ich habe jetzt hier kein Klebeband drauf. Ich habe es für meinen Test extra nicht gemacht, weil
Ich hab's, ist auch ja nur eine Leihgabe. So, und dann könnt ihr das praktisch, wenn es von hinten aus der Schrankwand kommt, einfach so an der Seite ranmachen, ohne, und das sieht man nicht wirklich, wenn da so ein kleines Pinöpelchen irgendwo klebt. Also das fällt kaum auf oder unterm Fernseher oder was weiß ich. Und der Kabel ist auch halt lang genug, dass man das dann halt vorne machen kann und das bequem hinter der Schrankwand verstauen kann. Wie gesagt, der Stromkabel ist auch lang genug. Ich werde das mal hier auch gleich wieder anschließen, alles. Hat mir treue Dienste geleistet. Finde ich eine richtig geile Innovation von Ligavo. Ihr wisst, ich habe viel Technik. Ja, und viel WLAN und hast du nicht gesehen. Und ich habe auch geguckt, ob da irgendwo mein WLAN gestört wird. Also zum Beispiel, dass ich mit dem Handy, denn wenn ich im Wohnzimmer bin, nicht mehr vernünftig WLAN habe. Aber das ist Jacke wie Hose. Ob ich mit dem Handy jetzt an meiner Fritzbox per WLAN dran bin, oder weil die kannst du ja auch, kann man ja auch einstellen, dass die ein eigenständiges WLAN-Signal hat. Die greift praktisch auf die Fritzbox zu und leitet das auch wieder an andere Geräte weiter. Ja, also kann ich auch hier rüber über Internet gehen. Das ist sowas von Jacke wie Hose. Ich habe komplett Internet mit dem Handy. Ich habe es mit PS3, mit PS4, mit dem Laptop. Ich habe alle Geräte. Ich habe hier, was habe ich hier rangeschlossen? Handy, Tablet, PS3, PS4, Router, Wii und Laptop. Genau, die 7 Geräte. Und gleichzeitig. Und hat nichts gestört. Ich habe nicht irgendwo gehabt, dass das WLAN abgebrochen ist oder sagt, nö, ich habe kein Internet oder so. Alles super funktioniert. Aber wir wollen den Klinkkasten ja auch nicht überreizen. Er soll es ja nur weiterleiten. Und mit dem Laptop bin ich ja sowieso per Kabel und mit PlayStation 3, PlayStation 4 bin ich auch per Kabel dran. Dafür habe ich ja mein DLAN. So, das soll es soweit auch gewesen sein. Zum Hardware-Check ist ein geiles Teil. Mal gucken, vielleicht kann ich es auch noch ein bisschen länger behalten, weil das hat mir echt treue Dienste geleistet. Wie gesagt, wenn ihr da noch Fragen habt, wie gesagt, ich mache auch Skype-Konfis. Ich habe in den letzten Tagen auch wieder 3-4 Skype-Konfis gehabt und habe euch geholfen bei Netzwerk einstellen und was da für Geräte braucht und so. Da scheut ihr euch nicht, fragt mich einfach. Dann kann man sich mal eine ruhige Minute abends dann hinsetzen. Ich kann nicht so früh abends, erst wenn meine Tochter schläft. Und dann kann man sich dann in Skype verabreden oder TS, habe ich ja auch. Und dann kann man da mal eine Runde quatschen, dann sagt er, was ihr machen wollt und dann sage ich euch, was ihr braucht und was ich empfehle und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr es nimmt oder nicht nimmt, ist euer Ding. So, und dann noch eine Ankündigung für die nächsten Videos. Da ich diese jetzt hier abgearbeitet habe, ich habe es im letzten Hardware-Check schon gesagt, aber ich werde es jetzt nochmal sagen, ich habe noch zwei HDMI-Verteiler. Also einmal in 4 zu 1 und hier ist auch ein 4 zu 1. Das ist aus der Pro-Serie, das ist normale Serie. Ja, und da der 6 zu 1, den ich jetzt gerade verbaut habe, auch Pro-Serie ist, werde ich jetzt den schwarzen nehmen und danach die Pro-Serie, dass da ein bisschen Abwechslung drin kommt. Und zusätzlich werde ich jetzt auch noch diesen testen. Das ist der Toxlink-Verteiler Audio-Decoder plus Toxlink-Switch 3 zu 1. Ja, da kann man dann halt PlayStation 3 und so per Toxlink anschließen und dann halt an andere Geräte weiterleiten. Entschuldigung. Und ja, den werden wir jetzt demnächst testen. Das sind die nächsten zwei Produkte von Ligavo, die ich jetzt dann im Laufe der Woche Unboxing und Hardware-Video machen werde. Und Hardware-Check wird dann wieder nach 1 bis 2 Wochen Benutzung kommen. Und ja, Koffer hat euch gefallen. Wenn noch was ist, einfach Fragen stellen. Ich sag bis dahin, achso, ein Däumchen wäre natürlich nicht schlecht. Bis dahin sage ich erstmal Ahoi, sagt euer Odin.